Hallo ihr Lieben, Peaceful und ich, wir sind jetzt zum fünften Mal bei Oasi Verde. Dieses Mal mit meiner gesamten Familie, Manuela, Markus und auch ihrem älteren Sohn. Und wir alle hatten heute einen sehr positiven Eindruck vom Haus, von den Nebengebäuden. Also bei mir wird es mit jedem Besuch einfach nur besser. Es geht nicht nur um Spaß haben und hier im See schwimmen, das haben wir auch gemacht. Wir sind Boot gefahren, wie ihr vielleicht auf einem anderen Video gesehen habt. Aber es geht wirklich direkt um das Haus. Und die Gebäude werden beim jedes Mal wärmer. Mein Vater ist auch Renovierungsfachmann und hat auch gesagt, es ist alles machbar, es ist nicht so schlimm. Es ist jetzt auch nicht mehr dunkel und ja, wir wollen wie gesagt niemanden überreden, aber es gibt jetzt doch mehr und mehr Anzeichen dafür, dass das hier eine fantastische Ressource ist, also besser als alles andere, was wir gesehen haben mit den vier Brunnen, mit der Quelle, diesem See. Er ist 8 bis 10 Meter tief, er wird von einer Quelle und einem Fluss gespeist. Er hat jetzt noch 8 Meter Tiefe, normalerweise sind es 10 im Winter. Leute kamen schon hier und haben Wasser geholt, wenn sie auf den Feldern keins mehr hatten vor Jahren. Also die haben um Erlaubnis gebeten. Ja, wir können es nicht anders ausdrücken, als so, dass wir hier alle so viele Entfaltungsmöglichkeiten haben, auch mit den Hallen. Jeder kann seine Hobbys ausüben. Der Besitzer hat uns heute nochmal erzählt, was sie hier alles produziert haben. Die Leute kamen von der Straße, sie haben hier Marktstände gehabt, verschiedene Soßen, Marmeladen, Nudeln, alles Mögliche haben sie hier gebacken, von verschiedenen Getreidearten, die sie selber angebaut haben. Seine Frau war heute auch mit hier dabei. Die Atmosphäre war sehr viel lockerer. Also ja, es fühlt sich alles unbeschwert an, positiv, mit nicht zu viel Arbeit hinzubekommen, sowohl auf dem Grundstück als auch im Haus. Und wir können nur sagen, bitte, bitte, bitte versucht euch da rein zu versetzen, kommt vielleicht nochmal vorbei, aber wir brauchen jetzt ganz schnell ein klares Ja, denn es gibt noch jemanden, der in Rom lebt und der hier auch Interesse haben könnte und wir wollen diese Chance wirklich nicht verpassen. Also geht nochmal in euch hinein, wir sehen es wirklich jetzt als die einzige Möglichkeit, wo wir alle zusammen richtig glücklich eine Shared-Gemeinschaft aufbauen können. Alles Liebe!